You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schiami hier und willkommen zur, glaube ich, 8. Folge. Ich glaube, es ist 8. Folge jetzt vom Hunter Let's Play. Kraft sind und stehen Ehre. Geblieben im Eschental. Haben wir noch das Blut gelotet, das habe ich nicht mal mehr abgegeben. So brav habe ich gewartet, Mann. Genau, jetzt sollen wir wieder zurück zum Schutzwall und Gorka sollen wir dabei mitnehmen. Das heißt, die kleine Orkin, für die wir hier alles erledigt haben, die sollen wir natürlich mitnehmen, weil die hier recht einsam scheinen. Aber die Peons lassen wir anscheinend zurück. Den haben wir zwar das Holz, die haben wir zwar dazu benutzt, dass sie uns das Holz bringen, aber jetzt ist Zeit, euch zu verlassen. Viel Spaß, viel Glück. Oh Mann. Ach, die batzt jetzt alles mit dem Bogen weg, Alter. Das sieht die auch schon vorher, oder? Ja, die hat ein Aim, like a boss, Alter. Ah, hat sie jetzt nicht zweimal auf den gleichen geschossen? Das ist weit genug, Ork. Steigt ab und unterwerft euch oder sterbt. Geht uns aus dem Weg. Das tat ihr nicht gut. Weiter, Brutus, ich bin verwundet. Unser armer Rex muss hinten nachlaufen. Dieses Batman. Sie schießt aber ganz schön gut, dass sie verwundet ist. Außerdem steht sie auf einem Horn. Vielleicht hätten sie sie da sitzend irgendwie drauf animieren sollen oder so, keine Ahnung. Einer läuft uns noch nach, erschieße ihn. Macht nichts mehr. Ich glaube, jetzt ist sie doch zu sehr verwundet. Ich bin fertig. Oh Gott, sie ist tot. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan. Ich kann leider nicht retten. Ich bin kein Paladin. Was haben wir hier? Stola? Keine Ahnung. Stola des Traum. Bürde des Opfers. Ja, können wir leider nichts tragen. Hier gibt es einen Ring, den brauchen wir auch nicht. Sprecht mit Kadrak am Schutzwall von Marschan und begleitet ihn zum Splitterholzboss. Das heißt, jetzt reiten wir zum nächsten Ding, oder? Kadak? Wer ist Kadak? Achso. Ja, was braucht ihr? Die scheint dringend zu sein. Ach, die schickt uns direkt mit dem Greif rüber. Wie erwünscht, Xeigman, ich werde euch dort treffen. Er nimmt, glaube ich, nicht Brutusk. Das ist mal eine schlechte Idee. Also auf zum Splitterholzposten. Da haben die Quests aber extrem verändert. Das ist zwar lange her, dass ich da das letzte Mal gequestet habe. Aber wenn ich mich... gut, es hat sich eh nichts geändert normalerweise, von dem her. Die Quests sind, glaube ich, aber fast noch dieselben, nur dass du sie nicht mehr alle da annimmst, wo du sie früher angenommen hast. Und diese Quests hier unten gab es auch nicht. Da musst du irgendwie so Nachtelfen killen und Bäume fällen? Oder war das mit den Bäume fällen nur für Allianz? Ich glaube, das war nur Allianz only. Oder war das hier drüben? Hier irgendwo auf jeden Fall. Die Dämonen töten, das ist auch eine coole Quest. Ich mag generell das Questgebiet hier mega. Ich weiß nicht, ich feiere das. Aber irgendwie nur diese Seite hier drüben ist irgendwie voll scheiße, muss ich sagen. Aber egal, schauen wir mal, was wir hier haben. Die Tiere können wir noch alle töten, genau. Für eine Quest. Ey, der lässt mich halt einfach fallen, Mann. Rallhall! Gorkas Band. Kadrak findet, dass ihr die blutbesudelte Axt zu Durak im Splitterholzbossen bringt. Das ist der Gute, der ganz hinten drinnen steht, natürlich. Wie kann es auch anders sein? Flugpunkt nicht vergessen, natürlich. Kurai bin, tötet neuen Kundschafter. Die Geister mit euch sein. Dann können wir hier kurz mal Ruhestein setzen, weil dann können wir uns. Was kann ich für euch tun? Und Quest immer wieder hier zurück. Niemals stumpf sein. Was haben wir hier noch? Valusha gibt es noch eine Quest. Achso, die steht hier oben. Glaube ich von Schafkarl habe ich schon angenommen. Achso, die gibt es ja jetzt da drüben. Hab genau was braucht ihr? Tötet 15 beliebige Dämonen, okay? Scheint nicht so genau zu sein, was ich hier mache. Hauptsache, sie geben mir irgendwie so. Ja, da hast du was, mach das mal. Ist nicht wichtig, aber mach mal. Der ist ja schon eine Quest weiter als ich, glaube ich. Hier musste man irgendwann mal so Erze looten. Ja, ein paar Ratten erschießen. Oder eine Kakerlake ist ja auch. Grabt. Laufen aber ziemlich viele Kakerlaken etc. rum. Egal. Achso, Backjump habe ich für mehr Movement Speed genommen. Spricht! Durak, was hast du für mich? Durak will, dass ihr das besudelte Blut der Kaldurei auf das Herz des Waldes anwendet. Der lacht auch so mega dreckig dazu. Nice, Mann. Gefällt mir. Das heißt, ja, wir laufen wieder raus. Welche Überraschung. Backjump.
Genau, so geht das ein bisschen schneller. Wenn man seine Fähigkeiten auch einsetzt, die man lernt. Was kriegen wir auf 30? Auf 30, glaube ich, sind CC-Sachen, oder? Ja, genau. Muss ich mich dann mal durchtesten, da kenne ich nicht so viele. Übrigens mit Einschüchterung ist normaler Stun, oder? Eine Minute CD. Ist aber ordentlich heftig. Vivan Gift. Der Sleep und Binderschuss war das Ding, was man auf den Boden wirft, immer. Weiß ich schon. Muss ich zweite. Ah. Von Pixel. Hey, wie geht's euch? Findet 15 beliebige Nachtelfengeister. Ey, das ist echt nicht wichtig, was ich hier überhaupt mache, ne? Hauptsache der Trotteltaure macht irgendwas. Gebt dem was zu tun, Mann. Der sieht so arm aus. Kundschafter? Ach, die Kundschafter waren die Typen im Stealth. Jetzt weiß ich wieder. Die Quest war irgendwie nicht so cool. Ah, hier war gerade einer. Ach, der steht einfach direkt neben mir. Achso, Aimshot soll ich machen, genau. Stehen die irgendwo komplett verteilt, glaube ich. Immer so nahe an den Bäumen und so Zeug waren die normalerweise. Oder? Ich reite halt immer durch und dann sehe ich die ersten, oder was? Level up. 23? Gab es nicht Aspekt des Gebaren? Ne, 24. 24 gibt es mehr Verschluss und Aspekt. Haben wir wieder einen? Ey, dieser Stealth, Mann. Piu, piu. Was? Ich dance viel zu sehr rum, Alter. Kein Wunder, dass ich dann nicht treffe. Ich glaube, hier oben war auch öfter einer. Genau. Gut, dass ich mir so Sachen immer auswendig merke. Hier keine Ahnung warum, ey. Ich glaube, andere Seite. Zumindest jedes Mal bei den Bäumen und Felsen waren die immer ziemlich nahe dabei. Jetzt wäre Leuchtfeuer wär ziemlich praktisch gerade. Aber Leuchtfeuer gibt es, glaube ich, lange nicht, oder? 38 erst. Ich freue mich schon auf Legion, weil mit Legion habe ich mal so durchgelockt auf Low-Level-Charaktere. Ist irgendwie motivierender beim Questen, weil du zumindest viele deiner Main-Abilities gleich mal am Anfang hast. Weil, wenn ich meine Rotation, so wie es beim Krieger ist oder so, beim Arms Warrior zum Beispiel, wenn ich meine Rotation erst fahren kann, wenn ich Level 81 bin, dann ist das halt schon scheiße, weil für einen neuen Spieler, der denkt sich dann, was habe ich da überhaupt nichts zu tun oder so quasi. Ist halt scheiße. Und ich finde es gut, dass sie mit Legion darauf geachtet haben, dass sie auch im Low-Level-Bereich die Talente wieder ein bisschen schlauer verteilen. Wir haben ja letztens im Stream versucht, PvP zu spielen. Oder wir werden es auch noch weitermachen. Mit Low-Level-Charakteren, die wir auf Level 60 nur leveln. Und da muss man sagen, Exivolt oder spielt Holy Parler. Und als Holy Parler hast du auf Level 10, wo du heilen kannst und PGs spielen kannst, hast du einfach nur Holy Shock und Word of Glory. Das heißt, du kannst Holy Shocken, dann hast du darauf 6 Sekunden CD, glaube ich, sind. Dann kannst du einmal Word of Glory machen mit einer Holy Power und dann hast du einfach nichts, was du tun kannst. Du kannst keinen Lichtblitz spammen oder irgendwas. Das heißt, du bist Heiler, hast aber keinerlei Heilungen oder keine guten Heilungen. Im Gegensatz zum Disziplinpriest oder zu allen anderen Heilungsklassen. Die haben wenigstens schon einen Hardcast, healen ordentlichen. Finde ich irgendwie mega verplant. Aber beim Parler habe ich mir noch nicht angesehen, da muss ich auch nochmal schauen. Wie sich das verändert, das interessiert mich auf jeden Fall. Okay, da verpiss dich, dann gehen wir Nachtelfen über den Haufen schießen. Hauptsache alles stirbt hier. Das war ja unsere Aufgabe, unsere Hauptaufgabe, was wir begonnen haben. Bringt alles um. Egal was, bring es um. Atme das, töte es. Ganz einfache Anweisungen. Für den Nachtelfen habe ich genug, oder? 9-9, ja genau. Eigentlich brauche ich hier draußen, glaube ich, nicht so viele töten, weil da drinnen ziemlich viele sind. Boom. Glaube ich halt mal. Zur Sicherheit nehmen wir noch ein paar mit. Ja. Was? Hey, Mann. Hier läuft so eine Nachtelfkatze rum. Die sollte man nett erschießen. Die ist PvP geflaggt. Druide der Klaue. Also wenn ihr hier ein neuer Spieler seid, das heißt, dass jemand PvP geflaggt ist, wenn dieses Allianz-Symbol oder dieses Horden-Symbol daneben ist, je nachdem, was ihr spielt. Wenn ein NPC da rumklettert, den man angreifen kann, sollte man das, wenn man auf einem PvE-Server spielt, etwa vermeiden. Auf einem PvP-Server teilweise auch, wenn man gerade keinen Bock hat auf PvP, weil man damit eine Meldung im Chat auslöst, von wegen Angriff auf blablabla. Muss ich den überhaupt töten? Nee, oder? Nee.
Willkommen, willkommen. Wir haben noch immer Platz für einen weiteren Freund. Wo ist dieses eine mal? Ich glaube, das ist einfach ganz unten, höchstwahrscheinlich. Wobei diese Höhlen seit der Überarbeitung ziemlich troll sind, weil nicht mehr ganz alles am Ende ist, sondern ziemlich viel schon irgendwas vorne in den Kammern drinnen. Ey, der läuft mich voll aus, Mann. Voll gemein, Mann. Sternenfeuer. Nein. Oder haben wir das hier schon? Nee, das wird viel zu weit unten markiert. Oder unten, viel zu weit vorne. Wir stehen ja. Stehen wir noch sehr weit weg davon. Egal. Wir brauchen eh noch genug von den Nachtelfen hier. Ja, der geht halt immer ums Arschleckchen nicht drauf da hinten, ne? Hauptsache Aimshot crittet für über 1k, Alter. Oder hat gerade für 1k gecrittet, so mal lieber so. Und der zuverlässige Schuss macht irgendwie 100. Herz des Waldes verderbt, da haben wir es schon. Ja, was braucht man dann? Mavorius Wolkenbruch, ich glaube, den brauchen wir gar nicht. Aber Ali braucht den, glaube ich, auch nicht, oder? Ich weiß das gar nicht mehr, sieht schon lange aus wieder. Müsste ich mein Warrior Let's Play durchschauen, weil ich glaube, hier habe ich auch gequestet, oder? Zumindest war ich im Eschendal, ich habe das nur noch meine Angstvorstellung von den Furbolgs in dieser Höhle, Mann. Keine Ahnung, da bin ich, glaube ich, gefühlt 20 Mal draufgegangen, ne? Gegen diesen... War das Elite? Ne, es war kein Elite, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Müsste ich echt mal mit reinschauen, würde mich gerade mal interessieren, ne? Vielleicht kennt es ja noch der ein oder andere von was ich rede. Fick die Furbolgs, Alter. Ich habe mir eigentlich geschworen, dass ich da nochmal zurückgehe und alle ausmerze, Mann. Vielleicht kommen wir ja mit dem Hordenschar vorbei. So, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir hier noch Dämonen töten und Teufelsfeuer abgeschöpft. Das heißt, jetzt müssen wir darüber, wo ich vorher gesagt habe. Ich glaube, da droppt auch noch eine Quest, wenn ich mich nicht irre. Dann haben wir hier Meridan. Hier steht auch noch ein Jägerchen rum. Das scheint auch ein neuer Spieler zu sein. Nachdem er teilweise Imp-Sachen anhat. Was Mondfeier hat mich hier? Achso. Ah! Nein! Nein! Der Wolf gibt mega nicht auf, Mann. Dieser Bastard, Alter. So, wie schöpfe ich das Höllenfeuer ab? Muss ich hier nicht irgendwann mal was pflanzen? Ich glaube, die droppen eine Quest, oder? Irgendwas ist hier mal gedroppt. 100 pro, Mann. Woo, 360 Jump. Ey, jetzt stehe ich wieder wie der letzte Depp da. Ich bin mir sicher, dass hier irgendwas gedroppt ist. Oder? Nein, fuck you. Höllenfeuer. Ach so, das absorbiere ich einfach in meinen linken Arm. Nice, Mann. Guter Taure. Jetzt bin ich dann der Magiefähig, glaube ich. Wir fangen schon mal aus, die Legion auszumerzen hier. Obwohl Legion noch nicht gestartet ist. Egal, man kann nie zu früh anfangen. Sind ja mehr als genug Dämonen. Manorok-Peitscher. Ja, haben wir wieder einen Arms-Worry? War der nicht vorher auch schon gerade da? Zielter Schuss. Nein! Ich glaube, jetzt kennt er sich gerade gar nicht aus, Mann. Judged ihn genau an, wo ich ihn erschieße, Alter. Perfektes Timing. Ich glaube, die Dämonen oben in dieser Höhle musste man auch irgendwann töten. Da waren zwei namhafte NPCs, aber ich weiß nicht mehr, ob das für diese Quest hier war. Ich glaube, das musst du definitiv später mal machen. Aber mir kommt vor, das war früher die Drop-Quest, weil da gab es irgendwie Ringe für 19er BVB-Twinks, das weiß ich noch. Ist schon ein Zeitchen her, dass ich selber einen 19er BVB-Twink hatte. Fünf Stück brauchen wir noch und vorher haben wir noch drei. Okay, das geht ja zack, zack. Dann haben wir hier schon wieder die halben Quests durch in dem Gebiet. Weil viel gibt's hier eigentlich nicht mehr. Von Schafkralle gibt's das noch und dann ganz oben beim Außenposten von Zoramgar, wobei da gibt's glaube ich nicht mehr viele Quests. Außerdem levelst du in den Gebieten sowieso viel zu schnell. Für wann? 20 bis 25, jetzt bin ich 23
und bin mehr oder weniger jetzt beim, ja gut, zweiten Boss, weil bei Horde fängt es halt hier schon an, aber im Endeffekt bin ich jetzt beim zweiten Boss und bin 1,5 Level davon entfernt, eigentlich ins nächste Gebiet zu gehen. Finde ich irgendwie schade, Mann. Wäre halt viel cooler, wenn das so skaliert wird, wie es auch in Legion skaliert wird, dass ich einfach da questen kann, wo ich will, weil dann kann ich auch mein Gebiet wieder ganz ausquesten und bin nicht immer gezwungen, dass ich dann weitergehe, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich in dem Fall jetzt schon Level 30 wäre in dem Gebiet, dann kriege ich halt keine EP mehr, dann ist halt alles grau hier. Deswegen finde ich sowas immer schade, aber ich schätze, oder das ist ja meine Vermutung, das habe ich ja im Livestream, glaube ich, auch schon 1000 Mal gesagt, dass meine Vermutung ist, dass nach Legion die alte Welt überarbeitet wird, weil es irgendwie am jetzt droppt die Quest, weil es irgendwie am meisten Sinn machen würde. Die geht dann direkt ab. Okay. Weil es irgendwie am meisten Sinn machen würde, wenn die alte Welt überarbeitet wird, weil es halt von den ganzen Quests, von den Quests und von den Systemen, also ohne dieses Bonus, Bonus-Zielsystem, ohne dieses, wie heißt das, mit den Lifestyle, wie bei den Apexis Dailies in Tanaan, das kannst du halt überall mittlerweile schon einbauen, so als Nebenquest, was du nicht unbedingt machen musst, aber machen kannst, wenn du gerade da bist. Sowas fehlt halt irgendwie noch in den alten Gebieten. Außerdem vom Kataklysmus muss ich auch mal alles erholen. Der Park in Sturmwind wurde ja repariert. Ich will euch da nicht spoilern, warum er repariert wurde. Aber ansonsten hoffe ich zumindest, dass sie mit einem Add-on nach Legion die alte Welt wieder überarbeiten und schauen, dass mal das alles auf einen Stand bringen, der wieder heutzutage ging. Oder den Stand, das heutzutage entspricht. So. Mega verliert das jetzt mal. Egal. Das heißt, dass wieder mal alles auf dem richtigen Stand wäre, dass sich jeder neue Spieler, der neu mit WoW anfängt, auch gleich mal, sag mal, wohlfühlt in dieser Welt. Fällt dir teilweise Respekt. Fällt dir ein bisschen schwer, wenn man halt immer gezwungen wird, immer, keine Ahnung, wohin zu laufen oder so, wenn du die Wege nicht kennst etc., dann ist es halt als neuer Spieler schon noch ziemlich anstrengend. Geht der Back schon vom Megalog. wie gesagt, das, was ich am liebsten in der alten Welt sehen würde, wäre halt, dass man es wie in Legion machen kann, dass ich da questen kann, wo ich questen will. Und das auf der ganzen Welt bis Stufe 110. Das wäre halt irgendwie mein persönlicher Wunsch. Aber das kommt sicher noch irgendwann. Das kommt zu 100%. Also, ob es mit dem nächsten Addon nach Legion oder erst danach passiert, schauen wir mal. Egal, ich glaube, das war lang genug, wenn ich so drauf schaue. Ich habe mich wieder voll gelabert. Egal, dazu schaut ihr das, glaube ich. Ja, danke fürs Ansehen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Vergesst nicht mehr, auf meinen Social Media Networks zu folgen. Sind alle unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge oder im Livestream. Haut rein. Ciao.